Ich bin Dibi, ich bin für die Wikimedia-Bewegung in Brüssel unterwegs, wo unser Hauptanliegen ist, die gemeinfreie Werke oder die gemeinfreie Kultur auch rechtlich zu schützen. Wir haben nämlich im Moment die Situation, dass alles, was urheberrechtlich geschützt ist, auch legal zusätzliche Schranken bekommt. Allerdings alles, was gemeinfrei ist, keinen Schutz genießt. Deswegen haben wir in der neuen Urheberrechtsrichtlinie erwirkt, dass gemeinfreie Werke der bildenden Kunst, wenn sie einmal gemeinfrei sind und dann digitalisiert werden, diese Digitalisierung auch gemeinfrei bleibt. Und jetzt geht es halt darum, dass eine EU-Richtlinie in allen Mitgliedstaaten der Union umgesetzt werden muss. Also sie hat keine sofortige Wirkung und daran arbeite ich im Moment. Das heißt, ich reise viel durch Europa rum. Also eigentlich, ich gehe in jeden Mitgliedstaat und versuche zu erklären, was hier passiert. Was mir persönlich bei dieser Konferenz sehr, sehr wichtig ist, dass hier Online-Plattformen des freien Wissens wie die Wikipedia, wie die Wikimedia Commons zusammenkommen mit Kulturinstitutionen, mit Gedächtnisinstitutionen. Denn das Problem bei Digitalisaten und gemeinfreien Werken ist, dass diese zwei Gemeinschaften, die eigentlich genau dasselbe wollen und genau an dieselben Sachen interessiert sind und eigentlich fast deckungsgleiche Missionen haben, einfach Zugang zu unserem kulturellen Erbe sicherzustellen, dass sie halt in dem konkreten Fall also aufeinander zugerast sind wie zwei Züge. Es ist sogar zu einem Gerichtsfall gekommen in Deutschland, der es bis zum Bundesgerichtshof geschafft hat, über die Nachnutzung eines Porträts von Richard Wagner. Und mir ist es wichtig, hier zu sagen, okay, jetzt haben wir eine neue Richtlinie, wir werden eine neue nationale Regelung haben und das ist auch der Moment, wo diese zwei Communities wieder aufeinander zukommen sollten und wieder halt sich daran erinnern sollten, dass sie eigentlich dasselbe wollen. Mein Wunsch für die Zukunft, also meine Vision wäre es, dass natürlich die Gesamtheit unseres kulturellen Erbes digitalisiert und verfügbar ist. Was mir jetzt ein bisschen fehlt, wir machen zwar vieles, sehr viel ehrenamtliche Arbeit auch und die Museen machen auch vieles, aber eines, was wir nicht gelöst haben, es ist so viel Arbeit da. Und auf der anderen Seite wollen wir, dass halt alles frei zugänglich ist. Auf der anderen Seite muss ja die Arbeit so irgendwo auch bezahlt werden. Und im Moment ist es für kulturelle Einrichtungen, für Gedächtnisinstitutionen sehr schwer, diese Objekte zu vergüten. Ob es wünschenswert ist, ist auch eine Frage. Und deswegen ist halt die offene Frage überhaupt für uns und auch für Museen, für Archive, für Bibliotheken ist, wie können wir die Finanzierung des Erhaltes des kulturellen Erbes und der Sicherstellung des Zuganges für allen auch nachhaltig auf eine breitere Basis stellen? Im Moment fehlt das und es wird auch nicht darüber genug gesprochen.